Aber wenn der Scott Chipperfield aufs Feld kommt, dann ist der Teufel los. Die Fans feiern ihn und seine dynamische Art, Fußball zu spielen, und er genießt das. Yeah, it's great. The last game against Luzern. Es ist toll. Beim letzten Saisonmeisterschaftsspiel gegen Luzern war es eine tolle Atmosphäre, als ich vom Platz gekommen bin. Das liebe ich. Die Fans hier lieben ihren Fußball. Und ich habe das Glück, dass die Fans mich sehr mögen. Ich bin jetzt 10 Jahre hier und werde es auch weiterhin genießen. So, I'll keep enjoying it. Nachdem der Australier für eine weitere Saison beim FCB unterschrieben hat, taucht aber auch immer wieder die Frage auf, ob denn die aktuelle auch seine letzte ist. Yeah, I don't know. Ich weiss es nicht. Ich habe die letzten 3 Jahre schon gesagt, dass es meine letzte ist. Aber die Saisons sind gut für mich gelaufen und ich kann immer noch spielen. Ich schaue mal, wie es am Ende der Saison aussieht. Im Moment bin ich verletzt, darum konzentriere ich mich auf die Fitness und dass ich wieder aufs Feld kann. Der Scott Chipperfield gibt auch offen zu, dass er nicht damit gerechnet hat, so lange bei den Basler zu bleiben. Nein. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich mit 35 immer noch spiele. Es war eine tolle Zeit bis jetzt. Als ich nach Basel gekommen bin, habe ich gedacht, dass ich 1 bis 2 Saison bleibe und dann wieder gehe. Aber die erste Saison war toll, wie auch das Stadion, das Training und Fans. Also bin ich geblieben. Weil er momentan verletzt ist, sind auch die nächsten Ziele vom Scott Chipperfield klar definiert. Personal goals at the moment is to get fit. Mein persönliches Ziel im Moment ist, fit zu werden und wieder aufs Feld zu gehen. Ich weiss, dass ich nicht Stammspieler bin. Ich kenne meine Rolle. Also im Team und den jungen Spielern helfen. Das Mannschaftsziel ist der Cup und die Meisterschaft zu holen und in der Champions League so weit wie möglich zu kommen. Both titles and also to go as far as we can in the Champions League. Es ist leider nicht das erste Mal, dass der Australier verletzt ist, und mit jeder Verletzung wird es nicht einfacher. Yeah, it's difficult, the last, es ist schwierig. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren ein paar Verletzungen gehabt. Ich weiss, dass ich es immer schaffe, nach einer Verletzung zurückzukommen, aber je älter, umso schwieriger wird es. Im Moment läuft es gut bei mir, aber es dauert ein paar Monate, bis ich wieder spielen kann. Auch wenn Scott Chipperfield heute und in den nächsten Monaten nicht auf dem Feld steht, freut er sich auf die neue Saison. Yeah, I'm looking forward to it. Ich glaube, es wird eine enge Saison. Es gibt Xamax, wo genug Geld ausgibt und stark werden sie, wie auch Sion, und eventuell auch IB mit dem Christian Gross und Zürich. Ich glaube, es wird eine harte Saison, wo auch keine 1 oder 2 Mannschaften mit 10 bis 15 Punkten werden davorziehen. Es wird eng bis zum Schluss. I think it's going to be a tight season to the end. Und der Australier hat auch eine klare Meinung dazu, wie IB im heutigen Spiel gegen den FC Basel auftreten wird. Ich erwarte, dass IB im ersten Spiel sehr motiviert ist. Es ist auch ein wichtiges Spiel für uns. Und wenn IB verliert, werden sie vielleicht ein bisschen Hänger haben. Aber wenn sie gewinnen, dann stärkt das ihr Selbstvertrauen. Der Christian Gross ist ein guter Trainer, der Zubi ist auch ein guter Motivator. Wir werden sehen, zu was sie fähig sind, aber es ist schon wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. I think it's important for us if we can start off with a win. Radio Basel ist das offizielle FCB-Radio. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, auch Meister zu werden im nächsten Jahr, 3-mal hintereinander. Hat ja auch noch keiner geschafft, und das ist ein tolles Ziel von uns. Radio Basel bringt alle Spiele live. Wenn du nicht so aus dem Match heimspielen wie jetzt die Buben, wenn du weißt, da kann nichts mehr anbrennen, das ist natürlich Legende. Radio Basel bringt alle Medienkonferenzen live. Ich bin einfach Stürmer und ich fühle mich enorm wohl in dieser Mannschaft. Und bringt alle FCB-Informationen, wo sie wissen. Die Fans hier, die ganze Stadt ist unglaublich, und Hut ab vor diesen Fans, vor dieser Stadt. Radio Basel, das offizielle FCB-Radio. Immer da.